Der Audi Q5 Benziner wurde für das Gerichtsgutachten auf einem Rollenprüfstand getestet, so wie hier bei einem anderen Fahrzeug zu sehen. Dabei kam heraus, dass die Abgaswerte nach oben gehen, wenn das Lenkrad bewegt wird. Unter anderem bei Stickoxiden, also NOx. Das deutet darauf hin, dass das Fahrzeug am Lenkeinschlag erkennt, ob gerade ein Abgastest läuft oder nicht. Es fällt auf bei den Messungen, die dort durchgeführt wurden, dass eben mit der Lenkwinkelerkennung die NOx-Emissionen wesentlich geringer sind als ohne Lenkwinkel. Und das ist ein klassischer Vertreter einer Abschaltfunktion. Audi wollte sich zu den SWR-Recherchen nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. Für Klägeranwalt Ralf Stoll ist die Sache klar. Bei dem Audi-Benziner liegt eine Manipulation vor. Der Gutachter hat festgestellt, dass der Lenkwinkeleinschlag sich auswirkt auf die Software. Und damit hat unseres Erachtens der Gutachter festgestellt, dass eine illegale Abschalteinrichtung vorliegt. Um weitere Aufklärung werden sich jetzt Gerichte und Behörden kümmern.